Hallo Norman, du hast gerade die letzten Intervalle mit deinen Teamkollegen Matthias Hecht und Mike Twelsig absolviert. Wie sieht deine Form aus für Samstag? Ja, die muss einfach gut sein. Also da sind noch 3 Tage, da müssen noch die Beine noch ein bisschen aufgehen und die Arme. Ich glaube, wir sind noch ein bisschen in der Recovery-Phase, also in der Erholungsphase. Da ist der Körper einfach ein bisschen so auf Schlafkurs. Wir haben viel trainiert davor die letzten Wochen und es ist immer das Gefühl, dass man eigentlich nichts kann momentan. Aber am Samstagmorgen wird es schon alles funktionieren. Und wie gesagt, wir fühlen uns gut, wir sind gesund, wir haben sehr gut trainiert und das ist schon mal die halbe Niete. Am Samstag kommt es zum Aufeinandertreffen mit Chris McCormick. Es hat den Eindruck, dass eure Rivalität sich das letzte Jahr wieder ein bisschen entspannt habt, dass ihr beide die Leistung des anderen wertschätzen könnt. Wie siehst du ihn? Ja, ich sehe ihn als Hauptkonkurrenten und ich habe ihn schon immer als Athlet geschätzt und die ganzen Sachen, was passiert sind, es war einfach auch durch die Medien viel hochgespielt. Wir waren schon ruckzuck nach dem Wettkampf wieder auf reinem Kurs und wir sind die Woche zusammen gejoggt, 5 Kilometer, haben uns über alte Zeiten unterhalten, also mit Chris ist überhaupt kein Problem mehr und er möchte gewinnen, ich möchte gewinnen und noch circa 10, 15 andere. Wie siehst du deinen Wettkampfjahresverlauf? Du hast kaum Rennen bestritten, ist das hier ein Vorteil, ein Nachteil? Bist du erholter am Start als die Jahre zuvor? Nein, man hat nach Frankfurt zum Beispiel sehr viel Zeit zum Regenerieren und zum Trainieren. Und ich habe Kulmbach gemacht mit einem guten Ergebnis, war schon mal wichtig und wurde dann halt krank. Ich habe da jetzt keine Probleme, dass ich keinen Ironman gemacht habe. Viele sagen, ich hätte einen machen sollen oder der fehlt mir ein Bein, aber ich glaube eher nicht. Und egal, ob ich einen habe oder nicht, die Weltelite ist hier am Start und der Beste gewinnt am Samstag. Dann drücken wir dir die Daumen für Samstag, freuen uns auf ein spannendes Rennen und vielleicht gibt es auch endlich mal wieder Wind. Ja, der Wind ist da, der muss nur zum richtigen Zeitpunkt blasen. Also der ist auch unter der Woche immer da gewesen, letzten Jahre, nur am Wochenende war er dann immer weg. Aber ich glaube, Madame Pelé hat mal wieder ein bisschen Erbarmen mit mir und mit den guten Radfahrern und schickt mal ein paar Brisen hierher. Und auch wenn es nicht windig wird, ich habe schon bei Wind und bei Nichtwind gewonnen, ist kein Problem. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.